Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Pro- und Contra-Impfungen im Steirischen Landtag behandelt. Start in die Frühjahrsmeisterschaft bei den Kapfenberger Falken und das Wetter morgen wechselhaft und wieder kühler. Ein Tagesordnungspunkt wurde besonders intensiv behandelt. Die Debatte über das Pro und Contra von Impfungen war Gegenstand der Meinungen der Abgeordneten im Landtag. Wir haben vom Gesundheitslandesrat auch ausführlich dargestellt bekommen, welche Kampagnen das Land Steiermark hier macht. Und ich habe insbesondere darauf hinweisen können, nachdem ich selbst erst vor kurzem mein Kind auf die Welt gebracht habe, was gerade nach der Geburt an Information an die Eltern ergeht. Und das ist wirklich ausreichend und sehr intensiv. Das Thema Impfung hat also auch den Landtag mit diesem Problem beschäftigt. Es gibt eine Reihe von Impfgegnern. Die FPÖ beklagte sich über zu späte Information zum Thema. Die ÖVP wiederum versuchte intensiv Überzeugungsarbeit für das Impfen zu leisten. Im Großen und Ganzen funktioniert das Impfen ausgezeichnet. Also gerade in den letzten Jahren haben sich die Impfstoffe massiv verbessert. Das ist nicht mehr vergleichbar, wie das vor Jahrzehnten noch der Fall war. Und Sie sprechen ein Thema an, nämlich die Impfgegner, die leider immer mehr werden, weil es sehr viel hier auch an Halbinformationen gibt, an Fehlinformationen oder auch an Gegenkampagnen, denen das Land Steiermark entgegentreten muss. Und hier passiert aber seitens des Landes sehr viel an Arbeit. Sie sind zuversichtlich? Ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren die Impfrate wieder steigern werden. Die Clubobfrau Barbara Aibinger-Miedl ist aus der sogenannten Babypause in den Landtag zurückgekehrt. Mit viel Engagement will sie die auf sie zukommenden Aufgaben meistern. Wir haben einige Dinge auf dem Programm, die wir im heurigen Jahr umsetzen möchten. Ein Thema, das wir schon lange diskutieren und heuer endlich auch in Umsetzung bringen möchten, ist der Bereich Raumordnung. Wir haben einige Gesetze im Bereich der Landwirtschaft auch zu novellieren, beispielsweise das Landwirtschaftskammergesetz, wo es nach der letzten Landwirtschaftskammerwahl hier auch Änderungsbedarf gegeben hat. Und so geht uns die Arbeit nicht aus. Auch im nächsten Landtag wird man wieder über das Gesundheitsthema Impfen debattieren müssen, um letztendlich zu einer für alle vernünftigen Lösung zu kommen. In zwei Wochen beginnt für die KSV 1919 Fußballer der Frühjahrsauftakt. Bei den Falken hat sich in der Winterüberbrückszeit einiges getan. Kolovic, Perisic, Niblas, Arimani und der Topscorer Elias Dos Santos haben den Verein verlassen. Und mit Budnik, Hocic, Gator und Bilic gibt's neue Gesichter im Falkenhorst. Wir haben uns im Franz-Feckete-Stadion ein bisschen umgehört. Die Vorbereitung für die Frühjahrsmeisterschaft neigt sich dem Ende zu. Am 24.02. geht's ja los mit der Frühjahrsmeisterschaft auswärts in Horn. Wie sind wir drauf aus KSV-Sicht? Ja, Gott sei Dank sind nee vor Meisterschaft, weil jede Vorbereitung ist nicht langweilig, aber sehr streng und ist nicht so leichte Arbeit für Spieler in Vorbereitungsphase. Jetzt die nächste zwei Wochen machen wir viel interessanter mit vielen Aufgaben und so. Dann muss man sich fokussieren 100% auf erste Spiel und klar ganze Frühling Teil von Meisterschaft. David Senscher freut sich schon auf die Frühjahrsmeisterschaft. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns gut vorbereitet, sehr hart gearbeitet und freuen uns schon auf den Start. Ja. Ja, und einen Wermutstropfen gibt es natürlich. Der Elias Santos hat uns verlassen und der Santos hat da am meisten Tore geschossen. Ja, also sind am Anfang in den ersten Runden hat er ziemlich Gas gegeben und hat sehr viele Tore gemacht. Ist sicher ein wichtiger Spieler für uns gewesen vorne. Jetzt, wir haben zwar einen Ersatzstürmer und werden sehen, wie sich der bewährt. Aber auf jeden Fall ist der Elias schon ein Wermutstropfen, das stimmt schon. Der Christoph Nicht ist ja im Tor eine Stütze der Kapfenberger und freut sich auch schon auf den Frühjahrsauftakt. Ja, ich freue mich natürlich sehr auf den Frühjahrsauftakt. Wir haben jetzt eine sehr intensive Vorbereitung gehabt, eine extrem harte Vorbereitung, ist oder jeder super mitzogen. Ich hoffe, dass wir jetzt die Kraft, was wir jetzt erlangt haben, gut in die Saison mitnehmen. Wir sind hinten eigentlich sehr gut gestanden und ja, ich hoffe, dass das im Frühjahr gleich weitergeht. Erfreulich ist natürlich, es kommen einige Junge wieder nach Gurde von der Akademie aus. Ja, sicher. Ich glaube, das ist auch der Kapfenberger Weg jetzt da. Sie müssen aufzeigen, sie müssen sich einhauen und uns ein bisschen einen Austritt geben, dass wir noch mehr Gas geben und ich denke, dann wird wieder jeder stärker werden.
Levgen Butnik, 1,88 groß aus der Ukraine, soll den abgewanderten Elias dos Santos ersetzen. Keine leichte Aufgabe. Butnik hat schon 60 Spiele in der höchsten Liga der Ukraine in den Beinen und will es in Kapfenberg so richtig krachen lassen. Und Elias dos Santos wünschen wir auf diesem Wege viele Tore bei Odessa in der Ukraine. Und alles Gute, Elias. Ja, man war auch Trainingslager in Istrien. Wie waren da die Bedingungen? Ja, sehr schön. Wir haben einen super Platz und ein Hotel mit guter Wellness und alle, was wir brauchen für eine gute Vorbereitung. Und war ein super Turnier, haben zwei Spiele gegen eine starke Mannschaft gespielt. Und Hauptsache, wie das war für unsere Spieler, wie sie hat sich entwickelt in diesen Monaten. Und für mich, was mich freut wie Trainer, das sind viele Junge jetzt gut drauf und sie hat sich gut gekämpft und gut gearbeitet in dieser Vorbereitung. Was glaubst du in der Endabrechnung, was wird Kapfenberg erreichen? Boah, so weit will ich gar nicht schauen. Ich sage, wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel schauen. Das hört sich zwar immer blöd an, aber es ist für uns einfach ganz wichtig, dass wir wieder in einen Lauf reinkommen und schauen, dass wir so lange wie möglich vorne ein bisschen Druck ausüben und unsere Punkte machen. Schade ist es natürlich, dass man die letzten zwei Heimspiele Herbstmeisterschaft da so dumm verloren hat. Ja, uns ist anscheinend am Schluss ein bisschen die Luft ausgegangen, was natürlich nicht sehr positiv war für uns, aber wie gesagt, wir sind trotzdem noch da dabei und wir haben uns wirklich sehr gut vorbereitet und ich glaube, dass wir da, wenn wir gut einstarten, wieder einiges bewegen können. Ja, man liegt ja in der Tabelle vor der Frühjahrsmeisterschaft auf Platz 4, 10 Punkte hinter dem Tabellenführer, hinter dem LASK. Wie geht man da in die Frühjahrssaison? Was will man erreichen? Liebäugelt man noch ein bisschen mit der Spitze? Ja, es ist immer schön, spielen um die Spitze, weil es sind jedes Spiel interessant und es ist sehr wichtig, diese Spiele sind mit hohem Tempo, mit hohem Druck und psychischem Druck für junge Spieler, weil so kann sie sich schnell entwickeln. Das ist unsere Aufgabe, weil unser Verein ist solcher Verein. Wir entwickeln die Spieler und wir leben von unseren Produkten. Die Stimmung bei den KSV-Akteuren ist bestens und alle freuen sich schon auf den Frühjahrsauftakt. Und einen guten Flug wünschen wir in die Frühjahrssaison. Heute war es noch einmal strahlend sonnig mit frühlingshaften Werten um die plus 14 Grad. Morgen schwächelt das Hoch Erika und es wird wechselhaft. Die Werte liegen bei maximal plus 10 Grad.